Unter der. Okay. So, good morning to all of you, and I will go continue following the last topics. And actually, the all the purpose of what we talk this what I'm talking about is individually, but then it would be collective also. But first, individually, development awareness and take care of yourself. And the main goal is preparing not facing to the suffering, you know, prevent the suffering. So every Sunday, each topic is important, because all topic, then you understand how to deal with this, because it's like all the different subject and combine together. So today I will talk a little bit cause and effect. Last time we talked about the cause of the suffering, and also mind, like we talk today we talk about the cause of suffering. Everybody actually in the Tibetan in the sentence prayer, there is one recitation prayer. Devata devi ju dunga da dunga ji ju, cause of happiness and happiness, and cause of the suffering and suffering. So we always praying reduce the cause of suffering, then suffering will be reduced. And then cause of the happiness, if you develop, then you don't need to, not saying happy just like jumping around, but your physical mind kind of living way of living condition without suffering. So then this is kind of preparation for the development of enlightenment. Then you can apply the method of the enlightenment. So most important is we are not caught by the confusion, and then forget the cause of the preparation of the prevent the suffering. Then we try to grabbing something else, then never get the result. So first important is preparation of the very basic ground. So therefore, it's related with the karma is very important. Last time we talked about basic cause come from suffering is come from the attachment, and way of attachment, then your mind is not aware of your perceptions, then through the emotion then fall into the negative, then cause develop suffering. So today we talk about a little bit like cause and effect, you know. Einen guten Tag an alle, und wir werden jetzt heute weiter diese Themen verfolgen, über die wir jeden Sonntag sprechen. Das Ziel dieser Belehrung, das Ziel dessen, was ich über was ich spreche, ist
bezieht sich sowohl auf das Individuelle, aber auch auf das kollektive Entwickeln von gewissen Qualitäten. Und zwar geht es zuerst darum, individuell Gewahrsein zu entwickeln, das uns ermöglicht, dass wir auf uns selbst Acht geben können. Und das bedeutet, dass wir uns vorbereiten darauf, dass wir nicht mehr ausgesetzt sein müssen im Leiden gegenüber. Das heißt, dass wir lernen können, wie wir Leiden vorbeugen. Und so sind alle Themen, die wir jeden Sonntag besprechen, sehr wichtig. Und alle Themen gemeinsam führen dazu, dass wir verstehen, wie wir den Dingen anders umgehen können. Das heißt, es sind also verschiedene Themen, die besprochen werden, und es ist wichtig, sie dann zu verbinden miteinander, um dieses richtige Verständnis zu entwickeln. Heute werden wir sprechen über das Thema von Ursache und Wirkung. Die letzten Male haben wir auch schon gesprochen darüber, wie Leiden entsteht und auch, was das also mit unserem Geist zu tun hat. Im Tibetischen gibt es da einen Satz, der oft gesprochen wird in verschiedenen Rezitationen von Gebeten. Und da heißt es so hier, also dass die Ursache von Glück zu Glück führt und dass die Ursache von Leiden zu Leiden führt. Und das heißt, es geht hier darum zu lernen, wie wir die Ursachen für Leiden verringern und dadurch auch das Leiden verringern, also Leiden nicht mehr ausgesetzt sein müssen, und wie wir die Ursachen von Glück hervorbringen können und dadurch gute Bedingungen haben, also Glück empfinden können. Und hier sagt Rinpoche, es geht hier nicht darum, happy und aufgewühlt herumzuhüpfen, sondern es geht einfach um eine Form von Glück, wo wir gute Bedingungen haben, physisch gute Bedingungen, geistig gute Bedingungen, ohne Leiden. Und das ist, was wir brauchen als eine Vorbereitung, um uns in Richtung von Erleuchtung entwickeln zu können. Und die Methoden zur Erleuchtung dann auch anwenden zu können. Das heißt, es ist wichtig, dass wir nicht gefangen sind in Verwirrung und dass wir auch nicht vergessen, wie wir Leiden vorbeugen können, also verhindern können. Denn wenn wir das nicht tun, wenn wir uns daran nicht darin erinnern, werden wir immer wieder nach Dingen greifen, die uns davon wegführen, von diesem Weg, und die dazu führen, dass wir niemals zum Resultat kommen. Also es geht darum, hier erstmal um diese Vorbereitung von grundlegendes basisches Fundament, was uns dann überhaupt erst erlaubt, uns zu entwickeln. Und hier ist das Thema von Karma sehr wichtig. Also wir haben ja die letzten Male schon besprochen, was die Hauptursache von Leiden ist, nämlich Anhaftung. Und wie wir aufgrund von Anhaftung unser Geist eine Art von Wahrnehmung hat, die sich nicht wirklich gewahr ist dessen, was eigentlich stattfindet in dieser Wahrnehmung. Und dadurch sind wir dann eingenommen von gewissen Emotionen, die uns in Negativität fallen lassen. Und durch diese Negativität entwickelt sich dann Leiden. Und so ist also heute unser Thema Ursache und Wirkung. Aujourd'hui sur le sujet des causes et des effets. Now I just related with I just repeat again because I talk about cause and effect. But last time we say basic all the cause of the problems attachment. But then immediately we try to think attachment is negative. But actually attachment is basic kind of state of the mind. But due to the attachment, then we rise a lot of perceptions due to the emotions. Then we are following, then creating negative cause. So we talked about last time awareness, mindfulness, and awareness. Why we talk about this? You're aware of yourself. When you rise the emotions, don't let fall into the negative. You cannot block, but if you see the sense, then naturally you will not follow in there. Following the negative. So emotions, we already talk about desire, attachment, and pride and jealousy, these things. So these things are just actually also we don't need to feel rid of this. It's our nature of our state of mind.
But due to the desire, always we are try to obtain something. In order to following this, our goal, then there is a lot of circumstance make rise the feeling. Feeling is linked with the emotion, and then fall negative. So awareness means you are aware you are not fall into the negative. If you understand of the desire, then desire condition also will change. You know. Und ich werde jetzt nochmal wiederholen in Bezug also auf Ursache und Wirkung, was wir auch letztes Mal besprochen haben, dass alle Ursachen eigentlich für sämtliche Probleme, die wir haben, Anhaftung sind. Jetzt können wir natürlich sofort denken, okay, Anhaftung ist was Negatives. Aber Anhaft ist ganz einfach nur der grundlegende Zustand unseres Geistes. Und aufgrund von Anhaftung entstehen alle möglichen Wahrnehmungen in unserem Geist, die verbunden sind mit den Emotionen. Und wenn wir diesen Wahrnehmungen verbunden mit Emotionen folgen, dann entwickeln wir eben diese Ursache für Leiden. Dann entstehen alle Probleme daraus. Und daher haben wir das letzte Mal auch gesprochen über die Wichtigkeit von Achtsamkeit und Gewahrsein. Denn diese Achtsamkeit und Gewahrsam erlauben es uns, dass wir sofort wahrnehmen, wenn die Emotionen in unserem Geiste erscheinen. Und ihnen dadurch dann nicht mehr folgen, dass wir dadurch nicht mehr in Negativität verfallen, weil wir gewahr sind. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Emotionen blockieren können. Wir können die Emotionen nicht blockieren, aber wir können sie wahrnehmen und dank dessen, dank Gewahrsein, ihnen nicht folgen und nicht in Negativität verfallen. Also bei den Emotionen geht es ja um Begierde, Anhaftung, Stolz, Eifersucht und so weiter. Und es ist jetzt nicht so, dass wir können jetzt auch wieder denken, wir müssen diese Emotionen loswerden. Wiederum, das ist nicht möglich. Das gehört zu unserem momentanen natürlichen Geisteszustand. Und wichtig ist einfach zu sehen, dass aufgrund von Begierde wir immer wieder versuchen, gewisse Dinge zu erreichen. Und in diesem Prozess, den wir dann verfolgen, um zu unserem Ziel zu kommen, entstehen dann alle möglichen Umstände, in denen dann verschiedene Gefühle in uns aufkommen, die verbunden sind mit den Emotionen. Und wenn wir diesen folgen, dann entsteht daraus Negatives, dann verfallen wir in Negativität, die Ursache für Leiden ist. Jetzt geht es darum, dieses Gewahrsein zu entwickeln, das uns erlaubt, nicht in Negativität zu verfallen. Und darum ist es ja so wichtig, vor allem, dass wir uns der Begierde gewahr sind. Und dadurch, dass wir uns der Begierde gewahr sind, verändert sich der Prozess, der daraus entsteht, auch. Wir können simplement être conscient de ce qui est là, sans le suivre, sans être influencé ou attiré par ce mouvement-là. Ainsi, si nous comprenons le désir, si nous comprenons comment il fonctionne, eh bien, les conditions même qui déclenchent ce désir vont également changer. First, we talk about we are living in a human beings and sentient beings. We are living, so for living like anyone, you know. So for this, it's actually basic. It's happy is important, comfortable is important. Joyful is important, harmony is important, and loving each other is important. You know, these things are very important. So therefore, we can say, due to the desire, everything reduces. You don't need this. Due to the desire, everything comfortable is important. But what do we have to know? Due to the desire, then kind of application of the all, like how to say, pride, jealousy, anger, hatred, these things are aware of the individual, yourself and others. So when you are aware of this, then everything comes to the, if you know a little bit teachings and Dharma, everything comes to the very proper. So this proper makes cause, then develop slowly, result. Then continually condition of life is much better, you know. I think we need this life. I mean, socially, everybody talk about life better. So
for example, in order to live better, we have to make it really aware of ourselves. And then there is few sentences we can make referring. In order to make life more kind of preparation is better, that is called generosity, your state of mind, generosity. I think this is important. You have to research what does mean generosity. Then also proper conduct and ethic. This is very important also. And then also, last time I talked already, then also there is a patience and effort. These things are very important, you know, because this patience effort helps, we can able to remain with proper conduct and ethic, and also generosity. Due to this, also possibility of the kind of easy to recognize of the function of the your emotions, you know. And then, of course, meditation. Meditation gives a clarity in mind, and how you call it? We call like sharapa, discernment, intelligent. You know. We still miss one. No, so we talk about the patience and the effort. Yes, effort. Okay, yeah, all right, together. Sorry. Also zuerst können wir erstmal darüber sprechen, dass wir ja leben als fühlende Wesen, und zwar als menschliche Wesen, wir alle. Und natürlich brauchen wir die grundlegenden Bedingungen von, dass wir in angenehmen Umständen leben. Wir brauchen alle glückliche Zustände, Freude, Harmonie. Und es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig auch Liebe entgegenbringen. Und dies alles ist mit Begierde natürlich verbunden. Wir wünschen uns dies, wir begehren diese Umstände. Und das ist wichtig, dass wir diese angenehmen Umstände haben. Aber was wichtig ist auch zu verstehen, ist, dass wir aufgrund von Begierde verbunden sind natürlich auch dann mit Stolz, Eifersucht, Wut und so weiter. Und es ist wichtig zu verstehen und zu erkennen, wie wir mit diesen Emotionen und diesem Prozess umzugehen haben. Und dafür brauchen wir Gewahrsein. Wenn wir uns dieses Prozesses gewahr sind, dieser Einfluss von Begierde und den damit verbundenen Emotionen, wir können uns dessen gewahr sein, immer mehr, dadurch, dass wir ein wenig die Belehrung des Dharma kennen. Und wenn wir dies dann alles verbinden und uns dessen gewahr sind, dann kann alles in eine richtige Richtung gehen. Wir können alles in eine angemessene Richtung bringen und dadurch immer mehr die Ursachen hervorbringen, die auch zu tatsächlich guten Resultaten führen. In dem Sinne, dass unser Leben eigentlich kontinuierlich immer, immer mehr in eine bessere Richtung sich entwickelt und wir immer weiter all das haben, was wir auch brauchen, um uns gut zu entwickeln. Das heißt, um unser Leben zu verbessern, ist es wichtig, dass wir uns unser Selbst gewahr sind. Und es ist also wie eine, ja, das Leben zu verbessern, ist wie eine Vorbereitung. Und dafür brauchen wir gewisse Geisteszustände, die es zu entwickeln gilt, nämlich zum ersten Mal Großzügigkeit. Es ist wichtig zu wissen, auch worum es dabei geht. Es ist auch sehr wichtig, dass wir angemessenes ethisches Verhalten entwickeln und ebenso auch die Qualitäten von Geduld und von freudiger Ausdauer. Geduld und freudige Ausdauer werden uns dann ermöglichen, dass wir verweilen können mit ethischem Handeln, mit Geduld und auch freudiger, ja, mit Geduld und ethischem Handeln. Und dank dieser verschiedenen Qualitäten, die wir da entwickeln oder auf die wir uns beziehen, können wir immer mehr den Prozess der Emotionen, das Funktionieren der Emotionen in uns erkennen und auf uns Acht geben. Dazu ist dann auch wichtig, wie wir schon gesehen haben, die Qualitäten von Meditation zu entwickeln. Durch Meditation wird unser Geist immer klarer
Und diese Klarheit ermöglicht uns dann, Scherab zu entwickeln, das heißt Intelligenz oder die Fähigkeit, klar zu erkennen und zu unterscheiden. Aussi en place les conditions pour que il soit facile de reconnaître notre fonctionnement émotionnel, c'est-à-dire que l'esprit prend une direction lui permettant de reconnaître, d'identifier facilement ce qui va se passer, les mouvements qui vont le traverser. Et pour cela, eh bien, la méditation, c'est une autre condition, est également importante parce qu'elle va permettre que l'esprit gagne en clarté. C'est ce qui va nous permettre d'arriver à ce que l'on va contribuer plutôt au déploiement de Sherap en tibétain, c'est-à-dire du discernement, l'intelligence. So now we talk about the karma, but then in order to understand a little bit, because if you just say terminology, we are blocked with the term. So you need a little bit experiment, you know, creating positive karma, creating negative karma, creating positive cause, negative cause, you know, these things. For example, we say then apply the mindfulness and awareness. So this is we are just like a beginning. Everybody is, I think, beginning learning the Buddha's teachings. So when you are beginning, when you learn, we have to always, everybody has like there is a family life, work, and then, you know, the general communication with the general population. So therefore, first, you have to train yourself, you know. In order to train yourself, you try to train with your own family or friends, wherever you are. If you try to a little bit absorb things and apply the mindfulness and the awareness. So, you know, in order to apply the mindfulness awareness, need like specific kind of points. For example, talk about the generosity. You know, so like for example, if you live with the family or children or like husband, wife, children together, then you can see if you are mind a little bit like a feeling like I want to service everybody, feeling like a generosity concept, you know, then there is all the communication actions are, you will have one kind of feeling, you know. If you think thinking more yourself, like following this, then everything is also changed, you know. Yeah. Communicate in the teaching, they say mind communication by the speech and the action of the body, you know. So creating the positive negatives. So like in order to first mind is wounded, mind is a little bit like generated like generosity, and then that means I want to help everybody. This we have idea, I want to serve everybody, this idea. But then there is another also I have family or animals make happy for myself, you know. For if you these two, you just see how mind is emotional kind of concepts are up here due to the emotion, how we are communicating with each other, due to this how we acting each other, you know. So first, it's very important to try to observe and learn first the topic of the generosity. And we try to learn. Learn means you have to know really how mental function. It's not mechanic, mental function. Mental function, if I'm generosity, I want to be helpful my family. And then others, because this is a good idea, but others are a way of behavior, reaction, and, you know, like kind of listen, not listen, argument, and do different ideas. So through this, then you will see it's I'm kind of grasping myself, or my mind is generated. Grasping myself? Grab means
I need this, I'm not fulfilled, then I'm upset with my family and bad visions, you know, like this. Alors, revenons. Wenn wir jetzt zurückkommen auf das Thema von Karma, dann ist es wichtig, dass wir nicht blockiert werden durch den Ausdruck von Karma, sondern dass wir tatsächlich durch Erfahrung verstehen, was es eigentlich bedeutet, dieser Ausdruck von Karma. Also es geht ja hier darum, dass wir sprechen von davon, dass wir negatives Karma oder positives Karma kreieren oder hervorbringen oder auch, dass wir negative oder positive Ursachen legen. Und dafür ist es wichtig, dass wir Gewahrsein und Achtsamkeit entwickeln, um dies überhaupt zu erkennen. Wir sind ja Anfänger in Bezug auf den Weg des Buddhas und die Belehrung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass wir so wie die meisten von uns in einer Familie leben und Arbeit haben und dass wir in verschiedenster Weise auch mit im Allgemeinen kommunizieren, dann geht es hier darum, dass wir uns selbst üben. Und zwar, dass wir uns üben dort, wo wir sind, nämlich in unserer Familie. Und dabei unseren Geist beobachten, und zwar indem wir Achtsamkeit und Gewahrsein anwenden. Und dafür, um diese anzuwenden, Achtsamkeit und Gewahrsein, brauchen wir gewisse Bezugspunkte, wie zum Beispiel den ersten, den wir schon gesehen haben, nämlich Großzügigkeit. Also wenn wir jetzt in einer Familie leben, mit Mann und Frau und Kindern, dann ist es interessant zu betrachten, was in unserem Geist eigentlich vor sich geht, was unser Geisteszustand ist oder unsere Motivation ist. Eine Möglichkeit ist, dass wir uns wünschen, allen zu dienen, einfach für alle da zu sein. Und im Bezug darauf wird eine gewisse Form von Gewahrsein, Dasein und auch gewisse Formen von, wie wir mit den Dingen umgehen, wie wir handeln und eine gewisse Art auch, wie wir die Dinge empfinden. Nun gibt es die andere Möglichkeit, jetzt muss ich gerade schauen, was ich hier geschrieben habe. Genau, es ist wichtig zu sehen, wenn wir diese Art von Einstellung haben, inwieweit alles sich dann ändert in unserer Umgebung und inwieweit auch unsere Kommunikation anders ist. Es heißt ja in den Belehrungen, dass, inwieweit sich alles ändert, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht mehr in diesem Dienst für alle sind, sondern wenn wir mehr auf uns selbst bezogen sind. Das heißt, es geht immer darum, dass ja alles, wie es auch in Belehrungen heißt, vom Geist ausgeht, von unserem eigenen Geisteszustand ausgeht. Und zwar beginnen die Dinge im Geist und dann kommunizieren wir durch die Rede und handeln durch den Körper. Also alles wird durch den Geist hervorgebracht und wenn wir jetzt in unserem Geist diese Großzügigkeit hervorbringen, mit diesem Wunsch, anderen zu helfen, dann drückt sich das auch in unserer Art von Kommunikation und Handlung aus. Das heißt, können wir jetzt aber auch mehr darauf bezogen sind, dass wir uns in unserer Familie und mit unseren Tieren und so sein möchten und die eine schöne Harmonie entwickeln möchten, aber mehr für uns selbst, um selbst glücklich zu sein, dann wird es etwas anderes in uns hervorbringen. Und es ist sehr interessant, da zu beobachten, welche emotionalen Vorstellungsmuster in uns hervorkommen, je nachdem, was für eine Motivation oder einen inneren Geisteszustand wir entwickeln haben und wie aufgrund dessen unsere Art zu kommunizieren und auch unsere Art zu handeln verschieden sein werden und sich verschieden entwickeln werden. Es geht also sehr darum, dass wir zuerst einmal lernen und erfahren über dieses Thema und diesen Qualitäten von Großzügigkeit und auch, wie unsere geistigen Einstellungen und geistige Funktionsweise, die mit Großzügigkeit verbunden sind, sich dann ausdrücken.
Das heißt, wenn ich also diese Großzügigkeit habe, wirklich nützlich und hilfreich zu sein in der Familie, dann zu sehen, welche Arten von Handlungsweisen und welche Arten von Reaktionsweisen sich daraus entwickeln, wie wir anderen zum Beispiel zuhören können oder nicht zuhören, je nachdem, was für innere Geisteshaltung wir haben. Wenn wir zum Beispiel jetzt mehr immer wieder uns auf uns selbst fokussiert sind, ist die Verhaltensweise oder das, was in uns erscheint in den Situationen ganz anders. Also einfach diesen Unterschied zu sehen zwischen einem großzügigen Geisteszustand und einem Geisteszustand, der immer wieder nach sich selbst greift, nach den eigenen Interessen greift. Wenn wir dann nach uns selbst greifen, ist es meist so, wenn die Dinge sich nicht so vollziehen, wie wir es uns wünschen und unsere Wünsche nicht erfüllt werden, dann werden wir irritiert und haben eine negative Sicht der anderen. Like very generosity to the in the way you are living, then it's very important is an ethic, you know, conduct ethic, like kind of a link with the love and the compassion, you know. So this also you have to a little bit research, way of communication, way of behave, way of saying things, truth or manipulate or lying, or you know, it's also due to my own kind of attention and manipulation. These things are not saying you have to block this, how mind is producing these things you have to see, you know. So if you are that's why I talk about awareness. What you have to aware, function of your, you have to aware of the function of your mind. So, without knowing, in order to fear of the my desire, we do a lot of unethical things. You know? Without knowing, yes. You really you don't really yes. aware. That's why we talk about awareness. Yeah. Without aware, due to the my desire. Then we lot of use opposite of the ethical, you know, little bit lie, little bit manipulate, little bit cheating, little bit nice, you know, little bit not nice. All these kind of things are constantly we have habit of this, you know, it's just habit actually. But if you really realize this, then also the question comes: what I have to do? I have to do according with the what you see, then you should not following this. You are aware of this, you know. Und wenn wir jetzt diesen großzügigen Geisteszustand entwickelt haben und damit wir verweilen können in dieser Großzügigkeit, ist es dann sehr wichtig, dass wir auch ethisches Verhalten entwickeln. Und dieses ethische Verhalten ist verbunden mit Liebe und mit Gefühl. Und da ist es auch wiederum wichtig, dass wir weiter nachforschen, was dies eigentlich bedeutet und wie sich das dann ausdrückt in unserer Art zu kommunizieren und uns zu verhalten. Und zwar im Besonderen geht es hier um die Wahrheit, sich mit der Wahrheit zu verbinden, oder ob wir wiederum, wenn wir nicht im ethischen Verhalten sind, eher in Manipulation und Lügerei uns verfallen. Und also dies alles ist möglich, indem wir einfach Achtsamkeit aufrechterhalten und dann wahrnehmen können, ob wir wirklich in der Wahrheit verweilen oder ob wir verfallen in Manipulation und uns immer wieder mit den Dingen arrangieren, damit es dann doch wieder gut für uns herauskommt. Es geht jetzt wieder nicht darum, dass wir irgendwas zu blockieren, das können wir nicht, aber es geht darum, dass wir eine Achtsamkeit, ein Gewahrsein entwickeln, um wirklich tatsächlich wahrzunehmen, was in unserem Geist entsteht und wie unser Geist funktioniert. Und dass wir immer mehr wahrnehmen können, wie wir, ohne es wirklich zu wissen, ohne es wirklich zu erkennen, durch die Ängste, die in Bezug auf unsere Begierde entstehen, nämlich die Ängste, nicht das zu bekommen, was wir uns wünschen,
und dass die Dinge nicht so gehen, wie wir wollen, immer wieder negative Dinge, kleine negative Dinge oder viele negative Dinge ausführen, die genau gegen dem ethischen Verhalten entgegengehen. Und hier ein bisschen lügen und da ein bisschen fälschen, in einer netten oder nicht netten Weise. Das hat einfach alles mit Gewohnheiten zu tun, die wir entwickelt haben. Und da ist es wichtig, dass wir uns dessen gewahr werden, dass wir dies klar erkennen und dann auch verstehen, was wir zu tun haben, inwieweit wir dank dessen, dass wir das wahrnehmen, anders handeln können, die nicht folgen, nicht mehr folgen diesen Gewohnheiten. Nous observons cela, la question qui peut alors s'élever est que faire? Eh bien, il s'agit simplement, donc, grâce à cette qualité de lucidité, de repérer ou d'identifier ce qui se passe et de ne pas le suivre, de ne pas se faire emporter par ce qui est présent dans l'esprit. So now also, we have to know which kind of a state of mind we're creating the negative things, you know, according to the Gambopa's teachings. There is a attachment, ignorance, and anger, you know, basic, is all the negative kind of seeds are due to this we can create. This we have to analyze. For example, we talk about living with a family or friend, community or whatever, where you are, just try to see how mind is disturbed by, of course, circumstance disturbed by the any kind of conditions, but my basic link with myself, if you have referred, then easy to understanding. There is a desire, attachment, ignorance, and then anger, you know. Und jetzt ist es auch sehr wichtig zu verstehen, in welcher Weise unser Geisteszustand negative Dinge hervorbringt. Wie Gambopa ja auch beschreibt und erklärt, gibt es also diese drei Grundzustände in unserem Geist, nämlich Anhaftung, Unwissenheit und Wut. Und diese, aufgrund dieser bringen wir alle möglichen negativen Ursachen hervor oder Samen hervor. Wenn wir jetzt also leben in einer Familie oder mit Freunden oder in einer Gemeinschaft, wo immer wir sind, ist es sehr wichtig zu verstehen, in welcher Weise unser Geist immer wieder aufgewühlt und irritiert wird. Natürlich gibt es alle möglichen äußeren Umstände, die uns irritieren können, aber hier ist es wichtig zu verstehen, inwieweit dies verbunden ist mit uns selbst, in uns, mit diesem grundsätzlichen Zustand, im Geisteszustand in uns selbst, nämlich diesen Bedingungen, die in uns vorhanden sind, von Begierde, Anhaftung, Unwissenheit und Wut oder Abneigung. Avec nous-mêmes, c'est-à-dire voir en quoi voir individuellement ce qu'ils viennent, en fait, avec quoi ils se relient en nous. Donc, le désir attachement, l'ignorance et la haine aversion. So, when you really look, it's true, because we are always basic human beings are living with the desire, it's normal. And then we don't know many things. Mistake due to the ignorance, so we make a lot of mistake, and then we get a lot of anger, creating harmful things. You know, like we don't know mistake. It just like, for example, individually, you try to see like some couple, very close couple, why they make separate. You know, so many things are due to the ignorance way of dealing things not ethical, then mistake. Then losing the confidence in each other, then separate, you know. But this is just like small fact. But then each kind of a concept, each action, each thing's creating also
negative symptoms, you know, not rise the result, but creating symptoms, you know. We call symptom or seeds. Wenn wir jetzt tatsächlich betrachten, wirklich diesen grundsätzlichen Art, wie wir leben mit Begierde und wie wir viele Dinge einfach nicht erkennen und nicht sehen und dann erkennen. Also das können wir sehen, wie wir aufgrund von Unwissenheit alle möglichen Fehler machen und dann auf der Basis von darauf aufbauend, auf der Basis von Wut oder Abneigung auch alle möglichen negativen Dinge ausführen. Wir können zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, ein Paar, das sich sehr nahe ist. Warum trennt sich so ein Paar? Es ist einfach aus, wenn wir dann schauen, aufgrund von Unwissenheit entstehen alle möglichen Fehler und dann verliert man Vertrauen ineinander und das führt dazu, dass man sich trennt. Das ist jetzt also nur ein Beispiel, aber einfach zu sehen, wie aufgrund von Unwissenheit Handlungen entstehen und aus diesen verschiedene negative Symptome und daraus entstehen dann gewisse Resultate und gewisse Bedingungen. Donc, nous voyons comment, en fait, chaque concept, parce qu'en fait, ça, c'est à chaque moment, à chaque instant. Ja, genau, das ist einfach in jedem Moment, so in jedem Moment von Geisteszustände oder Vorstellung führen zur Handlung und führen dann zu negativen Eindrücken. Then, I give you one example, you know, through the example you understand how to creating causes, you know. like two or three years ago now, I just give an example, with the treatment of the Ayurveda medicine, you know, because of due to the, my health. Due to the, maybe it's also karma, until now I never got sick actually, heavy sick. Not hospital, not surgery, you know, nothing happening, you know. Even my teeth, when I went last time in doctor, said, oh, you came 6 years ago, you know. So it's nothing looks like problem, but there's a problem, basic way of living in human being, that is I discover problem. First, I got a skin problem, you know, skin kind of a problem. Many people knows this. Then, this also kind of, I think, is a karmic and a protection and like this. First, I went to one Indian doctor in Hamburg, called Dr. Agrawal. Then he checked, because many German doctors, he's a special, he can treatment. So I went there. Then he checked my conditions. Then he says, oh, the skin problem is, you are lucky because it's protected. If a skin problem not come, you get some kind of different part of organ can have a cancer, you know. So you should be happy with this. Okay, I say, okay, skin problem is not so easy, but then I'm lucky, you know, I didn't get cancer. So then I went to in Strasbourg, medical university, and the dermatology doctor, he asked me to check with the university. And the university, they find, oh, this is toxin, but we cannot cure you. So actually, they find the toxin, you cannot. Then I heard that there is one Ayurveda doctor coming in the Karlsruhe. Then the man is my friend. Before he treated me with physiotherapy, you know, like help me. So then doctor is coming there. So then I thought I will go to see doctor. And then doctor told me, you have a lot of toxic in the body. You have to make a treatment, you know, detoxic. So this was Dr. Hermann, you know.
So then I analyze what is detoxic, you know, what is toxic, what is detoxic. Actually, it's like, that's why I'm using now in, like the example of karma. Toxic is created by the way of living conditions. You eat a lot of things, different things, you know, then the way of kind of environment of the pollutions, metal things, you know, aluminium and mercury, this kind of collectivity of a way of living, creating toxic in body. So now, when according with Ayurveda, the toxic have give, take out a basic layout, first level in the physical in body, but then goes to the, I mean, both as physical, but more like tissues, more cells, you know, like goes very, very deeper. So questions, if you don't do this, why? Then creating negative diseases are. If you take out the toxins and then don't need to have a suffer of the negative heavy diseases, you know. So then I took the method of the detoxing, you know, detoxing. But when you just try to absorb, first level is toxin just took by the, like just physical, kind of internal of the, like interesting and intestine and like this. But then slowly goes to the tissues, so then slowly go to the cells, you know. So still not finished, but due to this, every kind of problem of reduced, you know. So then when try to look, not only Ayurveda, try to look with the normal blood test, then you can see each time diabetes, no, sugar is go down, liver is better, kidneys function better, and you know, like digestion is better, you know, everything. Because due to the taking of the toxin, all the organs are developed better. Even hair grows better, you know, eyes vision is better, you know, everything is better. So memory is better also. So then I see, oh, this is very like the same as like karmic, because when we do something, we say creating karmic seed is a little bit similar. It's a creating like a, accumulation of the toxin, because it remain in body, but very subtle, and then different circumstance then connected with other disease, you know. So karmic means like this, you know. We do something, then create a seed, then some conditions, then it's rise. For example, you have a toxin in the body, seems to be. If you don't take care so much like what you eat, then creating diabetes and then liver problem and the kidney problem and intestine problem, you know, this rise then became negative disease, then you're facing of the death, you know. So it's very similar. Through this, you understand what is seed, you know, seed. And also toxin goes to the not only certain part, but until body cells, you know, according with Ayurveda, you takes, that's what it takes year by year until cells take out, you know. So it's a karmic same. We try to make action, positive idea, positive action, prayer, practice, this makes, of course, to until the kind of deep accumulate of the negative things, kind of purified. And through this, then kind of capacity of the, what teaching is saying, you kind of your mind capacity, wisdom could be kind of come out, you know. Ich werde jetzt ein Beispiel mal bringen, um ein bisschen darzustellen, wie diese verschiedenen Ursachen hervorgebracht werden. Vor etwa 2 oder 3 Jahren habe ich eine ayurvedische Behandlungsform entdeckt, durch das ich gewisse Gesundheitsprobleme hatte. Eigentlich habe ich bis dahin niemals irgendwelche Schwierigkeiten gehabt, körperlich. Und also
weder, also nichts Schlimmeres, auch und selbst nicht mit den Zähnen. Ich bin einmal wieder zum Zahnarzt gegangen nach 6 Jahren und hatte immer noch keine Probleme mit meinen Zähnen. Aber aufgrund von der grundsätzlichen Art des menschlichen Lebens sind dann doch gewisse Probleme in meinem Körper entstanden, nämlich Hautprobleme zuerst, allererst. Und das kann natürlich auch karmisch sein, aber auf jeden Fall bin ich dann zu einem Arzt gegangen nach Hamburg und zu einem indischen Arzt. Dieser Arzt sagte mir dann, dass also ich eigentlich sehr viel Glück habe, diese Hautprobleme zu haben, denn dank dieser Hautprobleme wäre ich geschützt worden von anderen Schwierigkeiten, nämlich der Tatsache, dass sonst meine Organe hätten angegriffen werden können und ich sogar Krebs bekommen hätte können. Und da habe ich mir dann gesagt, ja, das ist ja prima, auch wenn diese Hautkrankheit nicht gerade einfach zu ertragen ist, aber zumindest habe ich mal keinen Krebs bekommen. Dennoch waren diese Hautprobleme eben doch etwas unangenehm und schwierig. Und deswegen bin ich dann des Weiteren zu Ärzten in der Uniklinik oder an der Universität in Straßburg gegangen. Und diese haben dann herausgefunden, dass die Hautprobleme zusammenhängen mit gewissen Toxinen, die sich in meinem Körper befinden. Aber sie haben ja auch gesagt, dass sie da nichts tun können für mich. Und etwas später dann, dank einer Person, die mich auch schon anderweitig behandelt hatte und die in Kontakt war mit einem ayurvedischen Arzt, den er dann auch nach Karlsruhe brachte, habe ich dann in Karlsruhe diesen ayurvedischen Arzt getroffen. Und dieser ayurvedische Arzt, der Dr. Hemang heißt, hat dann festgestellt, dass ich wirklich extrem viele Toxine in meinem Körper habe und diese Toxine unbedingt behandelt werden müssen. Und das heißt, ich habe mir dann auch ein bisschen darüber nachgedacht und analysiert, wie dieser Prozess denn vorgeht. Und ich bringe dies natürlich jetzt als Beispiel in Bezug auf den karmischen Prozess. Also es geht jetzt hier im Körper, aber eigentlich auch im Geist darum, es sind Toxine da und es muss also ein Detox-Prozess stattfinden. Diese Toxine entstehen also durch verschiedene Lebensbedingungen. Also das können jetzt im körperlichen Fall natürlich die Umgebung sein, die verschiedenen Luftverschmutzungen, aber auch die Art, wie wir leben. Also allein durch Verschmutzung in der Umwelt haben wir alle möglichen Schwermetalle, zum Beispiel im Körper, Aluminium und so weiter. Und diese kreieren verschiedenste Schwierigkeiten und Toxine im Körper. Jetzt nach der ayurvedischen Lehre ist es so, dass es verschiedene Ebenen gibt, wo wir uns in welcher Weise unser Körper sozusagen vergiftet ist. Also es beginnt natürlich mit der äußeren Ebene, einfach nur den Organen als solche, und geht dann über die verschiedenen, sagen wir im Deutschen, die verschiedenen Tissue. Also es geht dann immer mehr in die Tiefe bis in die Zellen hinein. Und wenn wir nichts tun, dann führt es zu allen möglichen negativen Prozessen und Schwierigkeiten im Körper und zu immer mehr Ungleichgewicht im Körper. Und daher ist es so wichtig, dass diese Toxine, also dass man den Körper befreit von diesen Toxinen, damit wir eine schwierigere oder schlimmere Krankheit bekommen. Denn das ist, was daraus entsteht, wenn der Körper weiterhin immer mehr vergiftet ist oder wird. Und daher gibt es im Ayurveda verschiedenste Methoden, um sich zu befreien von diesen verschiedenen Toxinen, also eine Detox-Methode. Und da geht es dann zuerst einmal, dass wir also eben um die verschiedenen Ebenen. Es werden also zuerst mal die grobe Ebene gereinigt, die immer subtilere Ebene des Körpers gereinigt, bis hin zu den Zellen, wirklich, dass man auch die Zellen befreit von allen Toxinen und dadurch die verschiedensten Probleme, die dadurch hätten entstehen können, reduziert oder sogar völlig aufhebt. Und das können wir ja zum Beispiel auch dann testen. Also wenn wir jetzt einen Bluttest machen, kann man dann feststellen, dass also tatsächlich, wenn man diese Methode ausführt, der Blutzucker runtergeht, die Leber besser wird und einfach ja, alle Organe auch besser funktionieren, dank dessen, dass weniger Toxine im Körper sind. Und
dasselbe, also was wir jetzt hier betrachten können in Bezug auf diesen Entgiftungsprozess für den Körper, können wir auch auf Karma anwenden. Wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel betrachten Handlungsweisen, ja, durch verschiedene Handlungen entstehen karmische Samen in uns und dadurch wird quasi in uns sammeln wir in uns gewisse Toxine an. Und die sich immer mehr auf immer subtilere Ebene ansammeln in uns. Und wenn dann gewisse Umstände vorhanden sind, wenn wir gewissen Umständen ausgesetzt sind und sich gewisse Dinge miteinander verbinden, dann entsteht daraus ein Resultat. Das heißt, dass diese Toxine sind zwar einfach nur in einer subtilen Weise vorhanden und zeigen sich nicht sofort, aber dadurch, dass verschiedene Bedingungen zusammenkommen, plötzlich entsteht daraus dann das Resultat und geschieht etwas daraus, was mit natürlich Leiden wieder zu tun hat. Und das ist genau dasselbe wie jetzt hier in dem Beispiel von uns, von meinem Körper. Also es geht, haben sich dann verschiedenste Schwierigkeiten gezeigt, nämlich es können sich auch in anderen Dingen verschiedene Schwierigkeiten ausdrücken im Körper, wie Diabetes, Leberprobleme, Darmprobleme und so weiter, wenn Toxine angesammelt werden, bis hin zu sehr schweren Krankheiten. Und hier im Karma, ist es ähnlich. Das heißt, es wird also werden negative Samen gelegt die Toxine gehen ja, wie gesagt, nicht nur einfach bleiben nicht nur an der Oberfläche, sondern gehen immer mehr bis hin in die Zellen. Und im karmischen Prozess ist genauso immer mehr ins Subtile und sind immer, also im bis ins Subtile vorhanden. Und wie beim Körper auch, der Reinigungsprozess braucht dann Zeit, weil man sozusagen vom Groben hin ins Subtile reinigen muss, also bis hin zu den Zellen. Das braucht viele Jahre, bis also die ganzen Toxine befreit sind. Und genauso ist es beim Karma. Also es braucht einfach lange Zeit, bis die ganzen karmischen Vergiftungen, könnte man sagen, oder karmischen negativen Samen befreit werden. Und dies entsteht durch den mehrfachen Prozess, durch auf der einen Seite positive Handlungen, durch verschiedenste Wunschgebete und auch durch Praxis. Dass wir dann durch diese ganzen verschiedenen positiven Handlungen können wir dann die Ansammlung von diesem verschiedensten negativen Karma reinigen. Und es ermöglicht dem Geist, seine Fähigkeit hervorzubringen, nämlich seine volle Weisheit. Now, actually, cause and effect, you know, karma. But then, in order to basic detail, we cannot talk so many things. But important things. You know, we see where the river has come from. You have to see there is one source, you know. Like Vese has come from Oven, you know. Dodon has come from Oven, like this kind of source. Where is the source? So we try to see the source, all the, you know, the kind of condition of karma. So all the karma, like we talked about before, desire, attachment, ignorance, and anger, you know, so we talk about this. So due to this, if you do negative things, then it's negatives, create a negative seed, and then results, example of the many people have to facing suffering, you know, different type of suffering. It's linked with karma, I think. And then positive is you aware of this, not involved with the following your perception, and try to understand it and do contrary, this creating positive karma. Like due to the desire, we do a lot of positive things and positive creating seeds. Due to ignorance, we get mind clear, then we not involve the negatives things, you know. Like patience, anger, due to the anger, we can see function of our emotions, you know. We get anger. Why? Because maybe it's due to jealousy, maybe attachment, maybe pride, maybe hatred. You know, through the, I think it's easy. Through this, you can see yourself
There is yourself, one circumstance, then reaction. So due to the circumstance, why mind reacting? Link with your emotion. If you see clear, then you will not kind of involve the negative things. If you don't see this, then due to the anger, anyway, we will involve negative things, you know. Und wenn wir jetzt wieder über Ursache und Resultat sprechen, nämlich Karma, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Details in Bezug auf dieses Thema und es ist also schwierig, da jetzt ins Detail zu gehen. Aber die grundlegende Idee ist einfach, dass natürlich, können wir jetzt zum Beispiel die Frage stellen, was ist die Ursache von einem Fluss? Also zum Beispiel die Quelle ist eben an einer gewissen Stelle, wie zum Beispiel vor die Visère in der Dordogne. Und das Karma hat also Ursachen und Karma entsteht daraus, dass wir Anhaftung, Begierde, Unwissenheit und Abneigung folgen. Und aufgrund dieser Geisteszustände verfallen wir dann in negative Handlungsweise. Und dadurch entstehen oder kreieren wir verschiedene negative Eindrücke und Samen, wovon das Resultat dann ist, dass wir verschiedene Formen von Leiden für uns und andere hervorbringen. Wie können wir jetzt in einer nützlicheren Weise handeln? Es geht also vor allem darum, dass wir uns gewahr werden, und damit wir diesen verschiedenen Eindrücken oder Wahrnehmungen, die gefärbt sind durch diese verschiedenen Geisteszustände, nicht folgen. Und durch dieses Verständnis, das wir haben, haben wir dann die Möglichkeit, anstatt in negative Handlungen zu verfallen, eher positive Dinge und Handlungsweisen hervorzubringen. So zum Beispiel, wir können, wenn wir jetzt Begierde entwickeln, dass wir diese Begierde in eine positive Richtung bringen und dadurch positive Samen setzen. Oder in Bezug auf Unwissenheit, wenn wir Unwissenheit erkennen, können wir unseren Mind klären und dadurch nicht mehr in negative Handlungen verfallen. In Bezug auf Irritation oder Abneigung können wir unseren Geist, Funktionsweise des Geistes betrachten und uns fragen, okay, wenn ich jetzt irritiert bin, wenn Wut in mir hochkommt, mit was ist das verbunden? Und wir können dann feststellen, dass diese Wut entweder auf der Basis von Anhaftung entsteht oder auf Abneigung oder Hass oder auf der Basis von Eifersucht. Und indem wir dies klar sehen in uns selbst, wie in einer gewissen Situation eine Reaktion in uns entsteht können dann sehen, den Geist klären und Acht geben darauf, dass er sich aufgrund dieser Wahrnehmung nicht in Negativität hereinziehen lässt. Wenn wir dieses aber nicht wahrnehmen, wenn wir unseren Geist nicht in dieser Weise aufklären oder klären, dann werden wir immer wieder durch Wut in negative Handlungen verwickelt werden. Also einfach immer wieder die Ursache betrachten und dann den Geist in positive Richtung ausrichten. Donc, il s'agit d'être conscient que nous sommes là nous-mêmes et ensuite qu'il y a une circonstance qui vient déclencher une réaction. Il s'agit donc de prendre conscience et de voir clairement avec lucidité ce qui se passe afin de ne pas s'impliquer dans un acte, une action néfaste. Si l'on ne voit pas, si nous ne sommes pas lucides quant à ce qui se passe dans l'esprit, eh bien alors simplement, du fait, par exemple, de la colère, nous allons laisser la colère avoir de l'emprise sur nous et colorer, en fait, ensuite, toutes nos perceptions et les actes qui vont en découler. So, actually, we have a lot of different opinions, but my opinion, and also my opinion, not on my own idea, but I was raised up with the 16 Karmapa, so we can see many things, example there. So for this example is, you have to really reflect yourself and see all the points
important points of the teachings, apply this, and then you apply the method, you know, because due to the kind of instruction of the Karmapa, and until now, just gradually experience, most of us are, we try to do our best, we do practice like this, but most are, we are blocked with the, how you say, method. Result is a delay, you know. So this is a, I think if you could see the basic kind of, like say, water sources, if you comes to the basic source, very familiar, very understandable in the mind, then methods are much more easier, you know. Man kann jetzt alle möglichen verschiedenen Meinungen haben. Meine eigene Sicht oder meine eigene Sicht in Bezug auf die Dinge oder ist das Thema, ist in Verbindung mit dem, was ich gelernt habe, mit dem 16. Karmapa, von dem ich aufgezogen worden bin. In diesem Umfeld habe ich viele Dinge beobachten können. Und was da ganz klar geworden ist, wie wichtig es ist, dass wir selbst nachdenken und selbst nachforschen und dadurch die Haupt- und wichtigsten Punkte der Belehrung tatsächlich verstehen. Und dies erlaubt uns dann, die Methoden anzuwenden. Dank der Anweisung des Karmapas konnte ich sehen, dass es, obwohl wir in unserer Generation immer versucht haben, das Beste zu tun und die Dinge anzuwenden, waren wir meistens behindert oder blockiert durch eine Methode. Und das hat immer wieder das Resultat aufgeschoben. Also es geht jetzt darum hier nicht, dass wir blockiert werden durch eine Methode, sondern es ist wichtig, dass die Methode nicht zu einem Hindernis wird, sondern, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es ist wichtig, dass wir immer wieder zur Urquelle zurückkommen, des Wassers, des Flusses. Und dies tatsächlich im Geist auch verstehen und in uns selbst erkennen können. Und auf dieser Basis dann können wir dann die Methoden auch besser und einfacher anwenden. Also dadurch, dass die Schlüsselpunkte der Belehrung in uns selbst erkannt worden sind. Well, I cannot tell everything because it takes time, but the main thing is you have to living with the like according with the teachings, and mainly it's a proper conduct, proper motivation, you know, helping other beings. If you do this, your life will never have to face suffering. Proper motivation, you said, and? Proper motivation, yeah. And help others, yeah. Help others. So then in order to do this, all the teachings are there, you know, background. Because we need one more kind of a vision. And the vision, in order to apply the vision, then we apply the teachings. So I just, these visions. Then Karmapa says, if you do this way, you will never have a problem in the life. But then we misunderstand, you have blessing, protecting, not like this. If you do proper way, creating proper karma, and proper karma makes prevent all the problems, and never problem life. What I understood this way, not saying I'm protected, I'm, you know, I got a big blessing, magical, not like this. Yeah. Very fundamental, you know. Wir haben jetzt nicht genug Zeit, um alle verschiedenen Aspekte anzusprechen, aber das Wichtigste ist, dass wir einfach in Übereinstimmung mit den Belehrungen leben. Und dafür ist es wichtig, dass wir ein angemessenes ethisches Verhalten haben, dass unsere Motivation auch den Belehrungen entspricht und dass wir anderen versuchen zu helfen. Und wenn wir dies tun, dann werden wir nie im Leben wirklich großem Leiden ausgesetzt sein. Und im Hintergrund dafür ist es wichtig, dass wir die richtige Sicht entwickeln, um die Belehrung dann anwenden zu können.
Und so hat uns der Karma gesagt, dass wir uns in dieser Weise, wenn wir es in dieser Weise entwickeln und dies in dieser Weise anwenden, dann werden wir niemals Probleme im Leben haben. Und damals haben wir ein bisschen falsches Verständnis entwickelt und haben uns gesagt, ja, wir haben Segen, wir haben den Schutz und so weiter. Aber es geht nicht darum, sondern der Karma hat darauf hingewiesen, dass wenn wir Acht geben, das heißt, wenn wir Acht geben auf unser Karma, das ist, was dazu führt, dass die verschiedenen Probleme vorgebeugt werden. Also es geht nicht darum, sich jetzt zu sagen, ja, wie in einer magischen Weise, ich bin geschützt und ich habe verschiedene Art von Segen erhalten, so wird mir nichts passieren, sondern es geht wirklich um dieses grundsätzliche Fundament, Acht zu geben auf seine eigenen Handlungen, auf Karma. So this kind of way of observation in the karma, then really we understand the karma. But then another is also we have to know there is a link with this, then depending link with the, we call interdependent with everyone. So therefore also I wanted to be very nice, very good, but then many things are interdependent, interdependent. So sometimes negatives try to avoid but cannot avoid. Sometimes I don't want to engage with the negative, obliged to engage. I mean, naturally we engage. These things could happen also quite a lot, Like one example. I mean, this example is a little bit different, but example. For example, here just say I want to stay with the without any pollution. Also area is not polluted, try to make proper, but then pollution come naturally, we can see when they analyze, they talk about a lot of toxins from the pesticide and the pollutions. But when you really look interdependent, it's just like way of living. For example, very simple way we can see sometimes here is very natural in Dodon, very green, very nice. But sometimes one season there comes a lot of caterpillars. And then in order to destroy the caterpillar, they put poison in the air, by the plane. So this air comes to us and get also make power. So this kind of interdependent, this I just give as an example, but all way of living with the link with the one country, another one policy, another, we are involved with where work and what do we earn from the link with another. There's a lot of things are like kind of a net invisible network in conditions in the link. So reason why I'm talking about this, because this is also, we try to do our positive idea, positive actions. At the same time, also we do a lot of practice, prayer, in order to purify the prayer. And purify the prayer, there is two things. One is a basic understanding everything. We will talk this next week, but bodhicitta, compassion, love, Another is purify of negative deeds because of the cause of the suffering. So when you understood, when you try to do this, we can living with ourselves make a little bit better, but also our kind of interdependent of the living with all the other beings. If you understand this, then also sometimes it's very helpful when we do the practice, Practice, special, we do practice a little bit like authentic, like a practice of the generosity, very simple way, generosity practice, and then we do first develop ourselves, then due to the development of our capacity, due to the connection with the generosity, all the beings, all yourself, practice. When you understood this function of the interdependent, it's a very useful, very helpful.
Und indem wir uns dieser Weise beobachten, können wir dann Karma wirklich verstehen. Und es ist aber auch wichtig, dass wir einen anderen Aspekt gut verstehen, nämlich das, was wir das Entstehen von in Abhängigkeit nennen. Alles ist voneinander abhängig, alles ist miteinander verbunden. Also alle Wesen, alle Bedingungen und so weiter. Also wir können jetzt jemand Gutes sein und versuchen, positive Dinge auszuführen, aber wir sind auch noch mit anderen Dingen verbunden. Und manchmal, obwohl wir Negatives verhindern wollen oder können wir es nicht vermeiden oder dass wir nicht in Negativität negative Handlungen ausführen wollen, müssen wir es manchmal auf natürliche Weise tun. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bleiben wollen in einem Ort, wo es keine Luftverschmutzung gibt und auch selbst sehr darauf aufpassen, nichts zu verschmutzen, kann es dennoch geschehen, dass wir uns in Verschmutzung befinden. Und zum Beispiel durch verschiedene Pestizide, einfach dadurch, dass wir eben miteinander verbunden sind und auch mit der Art des Lebens mit allem verbunden sind. Also jetzt zum Beispiel in der Dordogne leben wir auf eine ganz einfache Art und Weise, es ist alles grün und schön und auch nicht sehr verschmutzt. Und dann gibt es zum Beispiel plötzlich in einer Saison jede Menge Käfer, die auftreten, und die werden dann behandelt, indem also von Flugzeugen aus Gift verstreut wird, um diese Käfer umzubringen. Und so sind wir also auch schon dann wieder Luftverschmutzung ausgesetzt. Also wir leben eben in Verbindung mit allem anderen und wir sind verbunden mit unserem Land, mit verschiedenen kulturellen Aspekten, mit unserer Arbeit, die wieder mit anderen Aspekten verbunden ist. Und das ist ein gesamtes unsichtbares Netzwerk, was miteinander verbunden ist, auf verschiedensten Ebenen. Und in dieser Weise, obwohl wir versuchen, positive Dinge auszuführen, sind wir doch immer wieder in dieser interdependenten Netzwerk auch anderen Dingen ausgesetzt. Und daher ist es sehr wichtig, also dass wir auf der einen Seite positive Handlungen ausführen, aber auf der anderen Seite auch diese Handlungsweise unterstützen mit verschiedenen Praktiken, wie zum Beispiel auch Wunschgebeten, also die uns ermöglichen, alle diese Aspekte zu reinigen. Und da wird ein Aspekt auch noch ganz wichtig, über den wir auch nächstes Mal sprechen werden, nämlich Bodhicitta und das Entwickeln von Liebe und Mitgefühl. Und aufgrund von der Entwicklung dieser Qualitäten, verbunden mit verschiedenen Wunschgebeten und Praktiken, können wir verschiedenste negative Ursachen oder Eindrücke in unserem Geist, die Ursache für Leiden sind, reinigen. Also wir versuchen uns also auf der einen Seite wirklich immer mehr zu verbessern und positive Samen hervorzubringen in unserer Lebensweise, und gleichzeitig verbinden wir diese Anstrengung mit verschiedenen Praktiken, die also authentischen Praktiken, die sehr hilfreich sein können, wie zum Beispiel die Chenrezig-Praxis. Denn hier können wir ein gewisses Gewahrsein und eine gewisse Fähigkeit entwickeln, indem wir uns mit Chenrezig verbinden und mit allen Wesen verbinden und in dieser Weise dann in einer interdependent, also in einer mit allem verbundene Weise sehr nützlich sein können, sehr nützliche Qualitäten entwickeln können. Und wir können auf diese Weise dann auch immer mehr dieses in Abhängigkeit, das Entstehen in Abhängigkeit immer besser verstehen. This Sunday we talk about Bodhicitta, compassion and the love, kindness, how to develop, you know, how important, how function with this, because this we talk about right now, positive, negative, karma, like emotion, but without Bodhicitta, very difficult to understand, difficult to accept, to apply, difficult to understand. Through the understanding of the compassion, love, bodhicitta, I mean, this we call bodhicitta. So then, when you observe, really you understand, you know. Und
Und also nächstes Mal werden wir dann über Bodhicitta sprechen und das Entwickeln von Liebe und Mitgefühl und wie wichtig diese Aspekte sind, auch um die Funktionsweise unseres Geistes besser zu verstehen und das Funktionieren dieser Qualitäten besser zu verstehen. Bis jetzt haben wir ja über Karma gesprochen und die Emotionen und die Verdunklung. Und also so ein negatives und positives Karma, aber es ist auch wichtig, das zu verstehen, dass ohne die Dimension von Erleuchtungsgeist und Liebe und Mitgefühl es sehr schwierig ist, die Dinge anzuwenden, über die wir jetzt gesprochen haben, um positives Karma hervorzubringen. Und dank des Verständnisses von Bodhicitta können wir dann vieles besser verstehen und uns weiterentwickeln. I will leave here. I will dedicate and then thanks for everybody. So then I will talk next Sunday. So, wir werden heute hier aufhören und ich werde jetzt die Widmungsgebete sprechen. Und danke für eure Teilnahme. Und wir werden uns dann nächste Woche wiedersehen. Sibe zole ndowa ndowa raisho jamba bawe chedra jamba na kundo sambo te yante jente te da kunje jeso na yowa te da damje rado ngo sanje kuso nye pe chanda ta chinye menjuro te pe chana kinde menjende pe chala je cheta ngo wa malandro paraisho.